Здравствуйте еще раз. Вы нас хорошо видите, слышите? Доброе утро, слушайте. Хорошо вижу, хорошо слышу. Ну, таким образом можно сказать, то есть это на самом деле... Поэтому давайте, потому что мне уже начальник даже звонит. Und das ist etwas, das sehr bedrückend ist. Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben.